up and take the rub, that's it too flat. Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video. Ich habe ja in der letzten Wildstar-Folge von der Free-to-Play Closed Beta gesagt, dass ich eventuell ein Let's Play starten werde. Das Ganze werde ich aber nicht mit dem Charakter, den ich dort gezeigt habe, machen, sondern mit einem komplett neuen. Auch nicht mit dem hier, den ich hier habe. Das ist mein privater Account. Den habe ich jetzt hier, also mein privater Charakter, den habe ich jetzt einfach mal auf Stufe 10 gelevelt in ein paar Minuten. Ja, habe ihn dann halt auch entsprechend Sachen aus dem Shop gekauft. Da ich mir die Währung, die man halt in den Shop da braucht, kann man sich halt auch selber erfahren, wie schon in dem einen Video gesagt. Und die erfahrt man sehr, sehr schnell in dieser Beta. Ich weiß nicht, ob das später auch so sein wird. Das heißt, ich konnte mir mega viel aus dem Shop gönnen. Da habe ich mir ein paar Mounts gegönnt und unter anderem halt auch dieses tolle Kostüm. Und die Waffen auch. Und ja, finde ich, sieht doch ganz nice aus, der Charakter. Und ja, so viel erstmal dazu, zu meinem privaten Account. Ich würde sagen, fangen wir direkt an und erstellen einen neuen Charakter. Wir sind natürlich erfahren. Gehen dann natürlich direkt weiter. Ja, jetzt können wir hier ein Volk auswählen, da ich hier mit meinem privaten Charakter schon hier in der Fraktion, wie heißt sie noch gleich, Dominion bin. Muss ich wohl mit meinem Let's Play Char in die andere gehen, weil sonst wird es auch irgendwann mal langweilig. Und ich würde gern Magier haben, das heißt, ich muss gucken, wer alles Magier sein kann. Ein Mensch und ein Auren, glaube ich. Also der kann schon mal nicht sein. Also ja, ein Auren und ein, ja, Mordesh kann das, glaube ich, auch sein. Ich glaube, ich nehme einfach mal Mordesh, wenn das denn sein kann. Nee, er kann nicht der Magier sein. Okay, dann habe ich mal guckt, da müssen wir den Auren nehmen, weil normalen Menschen möchte ich nicht. Okay, Auren kann ein Esper, also ein Magier sein. Und ja, so viel dazu. Wählen wir das mal aus. Und wählen einfach mal Kundschafter aus. Und ja, dann gucken wir mal, wie wir ihn so erstellen. Das ist jetzt ein wenig schwer. Ich nehme jetzt einfach mal das. So, Gesicht anpassen brauche ich nicht. Okay, vielleicht ein bisschen die Kinnlänge so. Und bisschen einfach mal einstellen, aber nicht großartig. So, dann erstmal die Frisur. Da wollen wir schon was Anständiges haben. Wenn schon, denn schon. Und Spaß, ist das ein Mädchen oder so? Ne, das ist kein Mädchen, ne? Ne, wir haben das ja in männlich ausgewählt. Sorry, wenn ich das jetzt mal ganz kurz nochmal so frage. Ne, weil das sah nur erst so aus. Egal. Nochmal alles anklicken. Wir werden eh nochmal den Charakter neu stellen, so. So werde ich ihn männlich machen. Ich wollte nur ganz kurz nachchecken, ob das wirklich ein Mädchen war. Ach, ja, ob das wirklich ein Mädchen, ob das wirklich ein Junge war, meine ich. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Und dann können wir mal gucken, sowieso für ihn auswählen. Die sieht doch ganz okay aus. Nicht die beste, aber auch nicht die schlechteste. Dann Haarfarbe. Werde ich doch einfach mal so lassen. Augenfarbe. Gräulich eher. Dann die Ohrenart. So passt es doch da ungefähr rein. Körperbau ist doch so okay. Jetzt nochmal die Hautfarbe. Die kann ich nochmal in so einem Ton machen. Und dann sind wir doch eigentlich schon mit unserem Charakter fertig. Haben alles ausgewählt, alles Nötige. Und ja, ich mache noch einen ganz kurzen Cut und gucke, ob meine Aufnahme läuft, weil mein Aufnahmeprogramm ein wenig spackt. Und ja, bis gleich. So, da bin ich wieder und wir erstellen uns den Charakter. Ich nenne jetzt einfach mal Tobi, also meinen normalen Namen, also ich heiße halt Tobias und mein Spitzname natürlich Tobi. Und als Nachname einfach mal Freezer, also mein YouTube-Namen, und dann klicke ich einfach mal auf Spiel betreten. Und dann müsste das Ganze jetzt auch nach einer kurzen Ladezeit funktionieren. Und ich bin jetzt mal ruhig, weil jetzt ein Spiel, Film abgespielt wird. Bis gleich. Thank you.
Irgendwas ist doch gar nicht in Ordnung, Verbannter. Die Wildtiere spielen vollkommen verrückt. Und niemand weiß warum. Ich hoffe, du kannst dich darum kümmern. Viel Glück. Und sei vorsichtig. Nachdem du einen vernichtenden Angriff des Dominion in der Umlaufbahn erlebt hast. Ja, das skippe ich immer, weil das ist jetzt unnötig, sich das alles anzuhören. Ich finde nur so einen Film, den sollte man laufen lassen. Okay, ja, wir müssen jetzt hier erstmal mit dieser Frau da reden, aber bevor ich das mache, werde ich jetzt erstmal meine unbenutzten Gegenstände getten, weil ich habe ja ein bisschen auf meinem privaten Char, habe ich so ein bisschen Glücksrad gespielt, weil ich halt noch viele Münzen übrig hatte. Ich habe jetzt selbst sogar noch 360 übrig, vorher hatte ich über 4000. Und da habe ich einfach mal ein bisschen verschwendet, kann man schon fast sagen, aber ja. Na, kann man schon ein bisschen sagen, aber nicht so extrem viel. Und deswegen werde ich mir jetzt erstmal ein Kostüm holen. Das kann ich aber später, glaube ich, freischalten, weil ich erstmal so 2-3 Quests erledigen muss, damit ich Geld bekomme. Aber das kostet nicht viel. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch schon das benötigte Geld. Kostet eigentlich nur so ein, keine Ahnung, ein Apfel und ein Ei. Also kriegst du eigentlich nach 1-2 Quests jetzt auf dem Gebiet. Okay, das Mount können wir auch schon so einsetzen. Und dann noch zu guter Letzt die Waffe. Das ist die gute. So, hab jetzt mal alles in mein Inventar gepackt. Und guck doch mal. Ja, wir brauchen ein wenig Geld. Aber wir können schon mal das aufmachen. Weil dort ein wenig Rüstung für uns bereit liegt. So, und packen das schon mal weg. So. Die können wir auch... Doch, die können wir schon freischalten. Die kostet... Nee. Die können wir eben noch nicht freischalten. Wir brauchen halt erst... Wir müssen halt erst ein paar Quests erledigen. Aber wir können unser Mount... Unser Mount, was ich gerade eben... ja. Gebindet habe. Können wir schon mal benutzen. Und zwar ist es halt ein Hoverboard. Finde ich ganz nice. Ich habe noch ein anderes Board. Aber das ist nur für den... Für meinen privaten Char. Also nicht für den kompletten Account. Ja. Gemacht. Und ja, das Mount finde ich aber auch so ganz nice. Ich würde sagen, sprechen wir jetzt erstmal mit der Frau. Und ja, wie gesagt, Beta, also Teile sind noch auf Englisch. Und ja, hier ist schon die nächste Quest. So. Okay, ich muss Sachen retten, also im Prinzip Sachen einsammeln. Und Gegner töten. Ich denke, das ist machbar. Du hast meine tief empfundene Dankbarkeit. Ah, die Typen müssen wir töten. Ich kenne mich mit Mage so kaum aus. Also, sorry. Falls ich jetzt irgendwie was falsch mache. Ich lese mir das erstmal ganz kurz durch. Also, Zermalm. Versucht Niederwurf. Ja, okay. Versucht mal bei 5 Gegnern. Okay. Okay, also im Prinzip solche Sachen, die brauchen halt eine kurze Zeit, bis sie gemacht werden. Ist beim Mage ja üblich, ihr seht. Braucht halt eine ganz kurze Zeit. Zumindest die meisten Spells, der zweite ist anscheinend nicht. So, Niederwurf, dann wird er übrigens, halt zu Boden geworfen bei der dritten Attacke. Und wir haben noch eine neue Errungenschaft erzielt. Doppelt gemäht, also Double Kill. Und hauen wir einfach mal weiter ein bisschen drauf auf die Gegner. Ja. Also Wildstar ist jetzt erstmal so, finde ich, das zweite Spiel, was neben Minecraft kommt. Ach, das erste Spiel, was neben Minecraft kommt, erstmal. Vor, vielleicht später noch ein paar alte Projekte, wie zum Beispiel Rift oder so, kommt vielleicht nochmal später auf meinen Kanal. Also sozusagen Remake, aber momentan kommt erstmal nur Minecraft und Wildstar. Und ja, jetzt müssen wir nur noch ein paar Mobs töten, oder? Nee, wir müssen nur noch ein paar Gegner retten. Mobs müssen wir nicht mehr töten. Ach, NPCs retten, meine ich, nicht Gegner. Und dann sind wir auch schon fertig. Ja, wenn die Close Beta endet, oder beziehungsweise vielleicht mein Charakter sogar gelöscht wird. Es kann mich sogar sein, ich weiß es nicht genau, dass vielleicht mein Charakter einfach mal so gelöscht wird. Ist halt nur so ein Testserver. Ich weiß nicht, vielleicht wird er aber auch komplett gar nicht gelöscht. Und sogar selbst wenn das eigentliche Update raus ist. Also ich weiß es wirklich nicht, aber falls mein Charakter mal gelöscht wird zwischendurch, dann muss ich halt mal einen neuen Charakter erstellen.
Und dann kommt halt sozusagen Staffel 2 von dieser Serie. Falls mein Charakter gar nicht gelöscht wird, wird das Let's Play komplett bis zum Max-Level weitergehen und vielleicht sogar darüber hinaus. Das heißt Dungeons und so weiter. Muss ich halt mal gucken, wie das Ganze so gelöscht wird und wie nicht. Und ja, das wollte ich eigentlich nur so, sozusagen dazu sagen. Aber falls, wie gesagt, mein Charakter gelöscht wird und eine Staffel 2 kommt, werde ich natürlich eine komplett andere Klasse spielen und eine komplett andere Rasse. Damit es auch nicht zu langweilig wird. Weil der Großteil der Quests ist dann im Prinzip auch gleich. Ach, anders meine ich. Wenn du eine andere Rasse spielst, ist auch vieles anders, weil du halt auch in einem komplett anderen Gebiet startest. Ich weiß nicht, ob und wann irgendwann mal Rassen zusammenkommen und in dem gleichen Gebiet questen. Momentan ist halt so, dass dass viele Rassen ihr eigenes Gebiet haben. Manche teilen sich es auch mit einer anderen. Aber ja, also viele haben halt ein eigenes Gebiet im Start. Ja, so viel erstmal dazu. Also das wollte ich einfach nur sozusagen zur Zukunft von Wildstar auf meinem Kanal sagen. So, dann das eben verschaffe Zutritt. Ja, wir haben jetzt eigentlich schon genug, um uns den Großteil der Kostüme... Nee, wir haben eigentlich nur für eins genug. Ja, okay. Die anderen müssen wir noch ein bisschen questen. Ja, und jetzt habe ich schon mal das Kostüm für meine Waffe aktiviert. So, wo ist denn Holo-Kleiderschrank? So. Wie kann ich das jetzt... Ah, wir müssen erst auf Kostüm 1 gehen, stimmt. So, hier habe ich jetzt schon mal, wie ihr seht, das Kostüm ausgewählt. Ja, ich finde die Waffe ziemlich nice. Ist halt ein cooles Kostüm. Was man da so drüberlegen kann, sieht sehr cool aus, finde ich. Ja. Sieht man hier auch nochmal so in so einem schönen Look. Habe ich mir halt aus diesem Markt gekauft. Ja, jetzt müssen wir uns irgendwie Zutritt in irgendwas verschaffen. Ich glaube, wir gehen erstmal lieber auf meinen Mount. Und fahren dann mal da gemütlich hin. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Bewegungsgeschwindigkeit ist. Auf jeden Fall um einiges. Ja, ich habe mir diese Pro-Lizenz gekauft. Ich weiß gar nicht, ob die für dieses Charakter auch ist. Auf jeden Fall kommt es relativ schnell vor. Dieses Mount. Also ich finde, die Bewegungsgeschwindigkeit ist schon ganz nice. Und ja, wir haben jetzt diesen Zutritt zum Labor verschafft. Und ich würde sagen... Wir gehen mal weiter. Ich kenne diese Quests irgendwoher. Die habe ich schon mal, glaube ich, im, ich sag mal, richtigen Wildstar sozusagen gemacht. Also ich kenne sie irgendwoher schon. Das ist also nicht, oder zumindest so ähnliche. Auch mit diesen Laboren und mit diesen Kanalisationen, wie es hier so ist. Ja. Also ich finde es auch gut, dass ich, oder ich bin auch froh darüber, dass ich ein Beta-Key bekommen habe, weil ich jetzt halt sozusagen Wildstar gratis spielen kann. Ich frage mich nur, ob es wirklich irgendwann resettet wird, weil irgendwie ist das dann ja auch verarsche für die Leute, die sich dann wirklich schon, ich sag mal, diese Coins mit echtem Geld kaufen und deren Charakter dann einfach zurückgesetzt wird. Dann haben sie ja im Prinzip nichts für ihr Geld bekommen, weil der Charakter ist dann ja halt weg. Also ich weiß nicht, ob das wirklich dann gelöscht wird oder ob das dann nur so ist im Prinzip. Also ob das nur so... Keine Ahnung, ob ich das nur denke. Kann auch sein, dass es wirklich gar nicht gelöscht wird. Da muss ich mich einfach mal überraschen sein. Aber falls ja, wird dann halt einfach ja, eine Staffel 2 kommen. Und dementsprechend auch eine Staffel 3 und so. Also wenn Wildstar Free-to-Play endgültig raus ist, kann ich mir sogar vorstellen, falls dieser Charakter hier resettet wird, einfach mal einen neuen zu machen und dann einfach neu, komplett neu zu starten. Aber erstmal, soweit müssen wir gar nicht denken. Wir müssen jetzt einfach erstmal nur denken. Daran denken, dass... wie heißt das? Ja, einfach jetzt einfach mal hier denken und nicht weiterdenken. Ja, momentan ist er jetzt noch nicht resettet. Ich denke, das wird auch in der nächsten Zeit noch nicht passieren. Sondern ihr könnt euch da jetzt erstmal auf vernünftige Parts freuen. Und ich muss hier da irgendwie was extrahieren. Das mache ich doch mal eben, bevor ich hier rausgehe. Ja, ich bin gerade ein bisschen verplant, aber ich hoffe, das stört euch nicht allzu sehr. Und dann noch einen letzten und dann sind wir da auch durch mit. Okay, gib dich. Ja, jetzt müssen wir da wieder zurückgehen.
Okay, hier kann man kein Transportmittel benutzen. Schade drum, aber dann laufen wir einfach mal raus. Okay. Puh. Ja, ich komme jetzt auch, wie gesagt, oder nicht wie gesagt, aber ich komme jetzt von der Klassenfahrt wieder. Ja, war jetzt nicht so extrem scheiße, wie ich gedacht habe, aber es war auch nicht so geil. Also ich habe mich schon wieder mega, mega gefreut, dass ich jetzt zu Hause bin. Und ja, vielleicht erzähle ich da in einem Minecraft-Video nochmal mehr zu, vielleicht Minecraft Flash oder so. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich dort einfach mal noch ein bisschen was über die Klassenfahrt rede. Ja, da, wenn es euch da interessiert, dann seid einfach mal gespannt und wartet auf das Video. Oder falls das erst guckt, wenn das Video schon draußen ist, dann guckt einfach mal das Video an. Dort werde ich dann, denke ich mal, viel erzählt haben über meine Klassenfahrt. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal wieder dahin, wo wir hin müssen. Ich weiß nicht, was es jetzt gebracht hat, dass wir da hinten hin mussten, aber ist ja auch egal. Hier müssen wir schon unsere erste Quest abgeben. Die geben wir jetzt einfach mal hier ab. So, abgegeben. Haben wir irgendwas Wichtiges bekommen? Nein, anscheinend nicht. So, jetzt können wir... Wir können dieses Kostümteil immer noch nicht freischalten. Ah, wir haben es wahrscheinlich schon freigeschaltet. Sorry, Leute, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Wir haben es wahrscheinlich schon freigeschaltet. Einfach, weil es direkt freigeschaltet ist. Ja, hier seht ihr, wir haben es schon freigeschaltet. Dann ziehen wir einfach mal unsere komplette Rüstung um. Ja, das ist im Prinzip das Kostüm, das ich mir gekauft habe. Ich habe mir natürlich auf meinem privaten Schal noch eins gekauft. Das ist aber nicht accountgebunden, sondern nur charaktergebunden. Ja, aber ich finde, das sieht doch auch ganz nice aus. Und ja, so laufen wir jetzt erstmal für die nächste Zeit rum. Irgendwann wird sich das bestimmt nochmal ändern. Da werde ich mir auch nochmal ein anderes gönnen. Wenn ich mir noch ein paar, wie heißen die Dinger noch gleich, wenn ich mir noch ein paar PTR-N-Coins, verdient habe, dann könnte ich mir gut vorstellen, zum Beispiel jetzt mal, ich sag mal, dieses Kostüm oder so zu kaufen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so perfekt für einen Magier aussieht, aber ich werde dann, denke ich mal, schon ein gutes finden. Ja, okay, das wird dann so aussehen. Also ich denke, da werde ich mir schon was Gutes einfallen lassen, wenn ich mir da die Coins verdient habe. Werde ich mir auf jeden Fall nochmal ein anderes gönnen, aber erstmal sieht das Ganze doch ganz gut aus als Übergang. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Quest ab, die da oben ist. Und dann sind wir auch eigentlich gleich schon fertig nach der Quest. Ich werde es mich nicht so lange halten, wir haben jetzt schon extrem lange eigentlich gemacht. Und die nächsten Folgen werden auch immer nur so um die 15 Minuten gehen. Aber perfekt, zum Abschluss sind wir jetzt noch eine Stufe aufgestiegen, Level 4. Was wir da alles freigeschaltet haben, machen wir in der nächsten Folge. Hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge oder bis zum nächsten Minecraft-Video, kommt drauf an, was ich als erstes hochlade. Ja, ciao Leute und bis bald.